Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius. Pontius Pilatus war Statthalter von Judäa. Herodes Tetrarch von Galiläa. Sein Bruder Philippus Tetrarch von Iturea und Trachonitis. Lysanias Tetrarch von Abilene. Hohe Priester waren Hannas und Kaiaphas. Da erging in der Wüste das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias. Und er zog in die Gegend am Jordan und verkündigte dort überall Umkehr und Taufe zur Vergebung der Sünden. So erfüllte sich, was im Buch der Reden des Propheten Jesaja steht. Eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Jede Schlucht soll aufgefüllt werden, jeder Berg und Hügel sich senken. Was krumm ist, soll gerade werden. Was uneben ist, soll zum ebenen Weg werden. Und alle Menschen werden das Heil sehen, das von Gott kommt. Zur Zeit, als Donald Tusk EU-Ratspräsident war, im 11. Jahr der Kanzlerschaft Angela Merkels, als Franziskus Papst der Kirche und Deutschland in diesem Jahr in den Krieg zog, wurden wie so oft alle Worte überhört. Die Worte der Propheten, die Worte, die aus der Wüste kamen. Die gewaltigen Umwälzungen, Berge abzutragen, Täler aufzufüllen, das besorgen Firmen und ihre Maschinen im eigenen Interesse. Im Interesse der Geschäfte, die andere und wir selber machen. All das dient uns oder bestimmten Geschäften, auch den dunklen, nur nicht dem Kommen Gottes. Und was nicht der Klimawandel zerstört, der sogenannte, das besorgen wir selber. Und so steht allen, uns allen, das Unheil bevor. Advent 2015. Alles bleibt, wie es war, oder wird schlimmer. Alles bleibt beim Alten, ein paar Kulissen werden hin und her geschoben. Wir werden viel Geld ausgegeben haben. Und, sofern es der Papst wirklich gesagt hat, Weihnachten war wieder ein Affenzirkus. Das heilige Jahr, das am Dienstag beginnt, ein schönes Event, eines mehr von den vielen, die wir auch in der Kirche haben. Wir werden durch viele schöne, geöffnete heilige Pforten geschritten sein. Die Barmherzigkeitsparty kann beginnen. Cool, sagen wir heute dazu. Liebe Schwestern und Brüder, Sie mögen diese Schilderung nicht. Es ist nicht schön für den Advent. Stimmt, ich mag das auch nicht. Aber es ist ein gutes Stück unserer Realität. Die Frage ist, wo ist ein Ausweg? Wie immer erzählt uns das Evangelium vom Ausweg. Vergebung der Sünden und Umkehr. Ich weiß, was Sie jetzt möglicherweise denken. Und wenn Sie es nicht denken, gehören Sie vielleicht schon dem Besseren. Das ist diese alte Leier. Warum kommt die Kirche immer damit? Es tut mir leid. Es steht im Evangelium. Als die Menschen damals in dieser bestimmten, konkreten, historischen Situation, die Lukas exakt beschreibt, er lässt nichts aus, so wie wir unsere historische Situation beschreiben können, auch noch mit mehr Namen und mehr Zahlen. Als die Menschen eine einzige Stimme in der Wüste hören, am Jordan, eine Stimme, die zur Umkehr ruft. Erinnern Sie sich an den Propheten Jesaja. Sie erinnern sich an etwas Großartiges, dass sie nämlich Gottes Gegenwart erlebt haben, indem sie aus der Gefangenschaft von Babylon heimkehren dürfen. Und dass es gewaltige Umwälzungen sind, die Gott vornimmt. Eine einzige Stimme in der Wüste löst so etwas aus. Der Evangelist sagt, ganz Jerusalem zieht zu ihm hinaus.
Auch die religiösen Autoritäten ziehen zu ihm hinaus. Nein, wir mögen sie nicht. Wir mögen sie einfach nicht, die Stimmen in der Wüste. Wir mögen das Gefällige, wir mögen das Gemütliche. Und unsere Kirchenzeitungen und unsere Presse sind voll davon. Die Skandale betreffen immer die anderen, sodass wir auch zu unserem gehörigen Maß an innere Entrüstung kommen. Das will ja schließlich auch abgerufen werden. Dieses Potenzial ist da. Was machen wir sonst damit? Aber sonst mögen wir es eher gemütlich und gemächlich, auch in der Kirche. Eben jetzt das heilige Jahr der Barmherzigkeit klingt gut. Auch Papst Franziskus, Barmherzigkeit, ohne Voraussetzungen natürlich. Dann wird es eben eine coole Party. Ein Event mehr. Vollkommen folgenlos. Und Weihnachten war wieder ein Affenzirkus. Es gibt eine Chance, liebe Schwestern und Brüder, heute am zweiten Advent, diese Adventszeit noch zu retten. Weihnachten noch zu retten. Und das heilige Jahr, das noch gar nicht richtig angefangen hat, zu retten. Indem wir selber auf diese Stimme aus der Wüste hören und umkehren und uns von unseren Sünden bekehren. Und das mögen manchmal gewaltige Prozesse sein, von Tälern aufschütten, Berge abtragen, bei uns selber. Aber ohne diese Arbeit geht es nicht. Ohne diese Arbeit wird nicht das geschehen, was hier im Evangelium versprochen ist. Aber das ist versprochen, dass das Heil allen Menschen zuteil wird. Frieden, Gerechtigkeit, Freiheit, Heil von Gott. Und dann kann es auch wirklich Weihnachten werden.